Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember ist für uns als Partei Die Linke Anlass, einfach nochmal auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen zu schauen. Wir befinden uns 8 Jahre nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention und müssen aber feststellen, dass die Lebenssituation vieler Menschen mit Behinderungen immer noch sehr prekär ist und dass viele von Teilhabe ausgeschlossen sind. Das zeigt sich insbesondere, wenn wir auf die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderungen schauen. Und da müssen wir einfach feststellen, dass 13,4%, dass die Arbeitslosenquote bei 3,4% liegt. Das ist doppelt so hoch wie von Menschen ohne Behinderung. Und bei Menschen mit Behinderungen ist es so, dass ein großer Anteil, also ein überproportional hoher Anteil Menschen langzeitarbeitslos ist. Ein Wort vielleicht in dem Zusammenhang zur Beschäftigungspflicht. Bei mehr als 20 Mitarbeitern in einem Betrieb sind die Betriebe verpflichtet, 5% ihrer Mitarbeiter von Menschen mit Schwerbehinderungen zu besetzen und Frauen dabei bevorzugt zu behandeln. Die Realität sieht so aus, dass 4,7% davon erreicht werden. Und das ist auch noch differenziert zu sehen im öffentlichen Bereich, im öffentlichen Beschäftigungsbereich. Liegt die Quote bei über 5%, aber bei den privaten Betrieben und Unternehmen ist es weitaus weniger. Und 3,4 Millionen Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern werden mit der Zahlung der Ausgleichsabgabe überhaupt nicht konfrontiert. Diese kleinen und mittleren Betriebe verfügen aber über ein Volumen von 8,5 Millionen Arbeitsplätzen. Da ist also eine ganze Menge Luft nach oben. Und wir müssen auch sagen, dass durchschnittlich gesehen Menschen mit Behinderungen einen höheren Abschluss haben als Menschen ohne Behinderung. Ich denke mal, das ist im Zeitalter des Fachkräftemangels nicht unwesentlich. Allerdings ist es immer noch so, dass zu viele Barrieren in den Köpfen bestehen, um Menschen mit Behinderungen wieder wirklich einzustellen. Allerdings sagen 3/4 der Unternehmen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, dass es keine Leistungsunterschiede letztendlich gibt, ob man einen Menschen mit oder ohne Behinderung beschäftigt. Wir als Linke, wir haben es dort auch an der Seite stehen, sicherer Job, ein besseres Leben. Ich denke mal, jeder weiß, dass mit einer Arbeit darüber entscheidet, inwiefern man ein wirklich selbstbestimmtes Leben führen kann. Und deshalb treten wir dafür ein, ein beschäftigungspolitisches Rahmenprogramm aufzulegen, wo nach dem Grundsatz einfach so wenig Sonderarbeitswelten wie nötig, so regulär wie möglich. Das sehen wir ja auch so in puncto Schule, inklusive Schule, weil gerade durch das gemeinsame Lernen von Menschen, von Kindern mit und ohne Behinderung, werden diese Berührungsängste, die es immer noch gibt, abgebaut. Und wir treten dafür ein, dass die Beschäftigungspflicht angehoben wird und auch die Ausgleichsabgabe. Und in einem ersten Schritt wollen wir die Beschäftigungspflicht, also wie gesagt, wirklich nur in einem ersten Schritt auf 6% erhöhen und die Ausgleichsabgabe wesentlich anheben. Vielleicht noch 2, 3 Sätze zu den Werkstätten. Die meisten Menschen mit Lernschwierigkeiten sind in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Wir treten als Linke dafür ein, diese Werkstätten langfristig schrittweise umzugestalten und letztendlich überflüssig zu machen. Und dass jetzt aber schon die Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind, ein Recht auf ein reguläres Arbeitsverhältnis haben. Bis jetzt haben sie immer noch einen arbeitnehmerähnlichen Zustand und dass sie eine tarifliche Entlohnung enthalten. Dass sie unter dem Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit und dass der arbeitnehmerähnliche Status, wie gesagt, perspektivisch aufzuheben ist. Gleichzeitig sollen Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten arbeiten, aber ihre Nachteilsausgleiche gesichert behalten. Sie sollen ihr Rückkehrrecht in die Werkstätten behalten und ihre weiteren Nachteilsausgleiche. Das vielleicht kurz zur Arbeitswelt. Wenn ich Gelegenheit habe, noch 2, 3 Sätze, würde ich gerne noch mal zur Mobilität sagen, weil gerade im Moment wieder eine sehr prekäre Diskussion läuft, beziehungsweise ein Plan. Und zwar geht es um die Barrierefreiheit im Verkehr, im öffentlichen Verkehr, in der Bahn. Und zwar sind ja gerade in den ostdeutschen Ländern nach der Wende für Milliarden Euro sind die Bahnsteige angeglichen worden, sodass vielfach ein barrierefreier Verkehr möglich ist.
Jetzt gibt es Bestrebungen, diese auf 55 Zentimeter angehobenen Bahnsteige auf 76 Zentimeter zu erhöhen. Das ist bis 2053 geplant. Da sollen jedes Jahr 250 Millionen Euro für ausgegeben werden. Die Konsequenz wäre, dass dann wirklich wieder die Barrierefreiheit abgebaut werden würde. Ja, ich finde, das ist eine sehr schlimme Sache, wo man einfach, sage ich mal, das öffentlich machen muss und dann auch dagegen vorgehen muss. Ich glaube, wenn wir von Teilhabe für alle Menschen sprechen, sollte es einfach möglich sein, wirklich für alle Menschen, damit meine ich viel mehr als Menschen mit Behinderung. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir über den demografischen Wandel der Gesellschaft reden. Und da sollte wirklich, egal ob man mit Fahrrad, mit Kinderwagen, mit Koffer oder eben auch mit Rollator unterwegs sein will, um gesellschaftlich teilzuhaben, sollte sowas möglich sein von vornherein. Das heißt also eben auch, dass, um nochmal auf Menschen mit Behinderungen zurückzukommen, dass das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes einfach nochmal angefasst werden muss und auch private Unternehmen gezwungen werden müssen, Barrierefreiheit herzustellen und damit gleiche Chancen für alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt Bernd Rixinger. Ja, ich habe da auch immer lernen müssen, dass viele Dinge, die für Menschen mit Behinderung gefordert werden, für uns alle gut ist. Also auch für die Mütter und wenn man älter wird und für die Eltern mit Kinderwägen und so weiter. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass da immer wieder drauf hingewiesen wird. Ja, zur Regierungsbildung. Wir befinden uns ja immer noch im Bereich der Spekulation. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten. Ich habe immer gedacht, die Linke ist die einzige Partei, die ganz gerne in der Opposition ist, aber jetzt wollen auf einmal fast alle in die Opposition und keine will mehr richtig in die Regierung. Also sie passen uns, sie passen sich da ein bisschen an uns an, aber Spaß beiseite, es wird wahrscheinlich doch auf eine große Koalition rauslaufen. Die SPD sucht gerade noch eine Brücke und einen Weg, wie sie das machen kann. Ich glaube, die SPD wird sich damit keinen Gefallen tun. Sie wird Schwierigkeiten haben, die notwendige Erneuerung, vor der sie steht, zu vollziehen. Sie wird Schwierigkeiten haben, wieder zu ihrem sozialen Markenkern zurückzukehren. Sie wird Schwierigkeiten haben, wieder sozialdemokratisch zu werden und für eine klare Alternative gegenüber Merkel, dem konservativ-bürgerlichen Block, zur Verfügung zu stehen. Das ist bedauerlich. Und man sieht, wie die SPD rumeiert. Ich meine, wenn Schulz sagt, ich strebe keine große Koalition an, ich strebe auch keine Minderheitsregierung an, ich strebe auch keine Neuwahlen an, ich strebe gar nichts an, zeigt es ja schon eine gewisse Orientierungslosigkeit. Also ich kann man fast schon ein bisschen bedauern, in welche Lage sie sich damit gebracht haben. Wenn sie jetzt diesen Weg gehen, der Großen Koalition, können wir nur hoffen, dass sie wenigstens mit einem Programm reingehen, klarer sozialer Forderungen. Ich würde dann von der Sozialdemokratie erwarten, dass sie die Forderung nach einer Bürgerversicherung aufstellt, zumindest mal einen Einstieg damit dafür durchkriegt. Ich würde erwarten, dass es ein klares Programm gegen prekäre Arbeit gibt, dass der Mindestlohn erhöht wird. Ich würde erwarten, dass man über sozialen Wohnungsbau nicht nur redet, sondern dass man da wirklich Geld in die Hand nimmt, damit es wieder bezahlbare Wohnungen gibt. Und ich würde auch erwarten, dass das Thema Armut und Kinderarmut für die Sozialdemokratie ein Thema ist und ein klares Programm gegen Armut und Kinderarmut verabschiedet wird. Und würde auch erwarten, dass es ein Programm gibt für Steuergerechtigkeit, also dass nicht die kleinen Leute die ganzen Lasten bezahlen müssen und sich die Großen und die Reichen aus dem Staub machen können, nicht nur in die Steuerparadiese, sondern in das Steuerparadies in Deutschland, wo sie kaum noch Steuern bezahlen müssen, weil wir brauchen diese Gelder dringend für Investitionen in Bildung, Erziehung, Gesundheit. Und es wird höchste Zeit, dass die Reichen mehr Steuern bezahlen, damit die Altenpflegerin und die Erzieherin und die Krankenpflegerin besser bezahlt werden kann. Das würde ich mir wünschen, dass mit so einer Position in Sondierungsgespräche reingegangen wird. Dann gäbe es auch klare Maßstäbe, wo die Sozialdemokratie sagen kann, da machen wir nicht mehr mit. Aber wie gesagt, es ist ihre Entscheidung. Die einzigen, die ja wirklich jetzt gern mitregiert hätten, waren die Grünen.
Frau Merkel selber will gerne regieren, aber sie ist offen geblieben für was? Er scheint ja völlig prinzipienlos zu sein, um was es dort geht. Sie hat keine eigenen Visionen, keine eigenen Vorstellungen, außer weiter so. Die Grünen sind ja jetzt wirklich sehr herzlich der CDU, ja sogar der CSU, um den Hals gefallen. Es ist fast schon erschreckend, in welchem Ausmaß nicht nur soziale Positionen geopfert wurden von den Grünen. Sie haben gar nicht erst ihre Position für Sanktionsfreiheit bei Hartz IV eingebracht. Sie haben ihre Position zur Vermögensteuer schon mal gar nicht eingebracht. Sozialen Fragen haben sowieso keine große Rolle gespielt in den Verhandlungen über die schwarze Null. Aber sie haben auch beim Klimaschutz und beim Umweltschutz große Teile ihrer Positionen aufgegeben, sodass wir doch die Schlussfolgerung draus ziehen, wir werden nicht nur um die Wähler der SPD werben, die für die soziale Gerechtigkeit erwarten, wir werden auch um die Wähler der Grünen werben, weil das Thema sozialökologischer Umbau und Klimaschutz man nicht länger den Grünen überlassen kann. Sie sind offensichtlich auch dort sehr flexibel und laut Duden heißt er flexibel, biegsam, dehnbar, anpassbar. Das ist eine Politik, die wir nicht unterstützen wollen. Dritter Punkt, es ist ja schon medial etwas vorbei, aber ich glaube, es hat Symbolcharakter, wie Siemens mit den Beschäftigten umgeht. Und zwar ein Symbolcharakter in die ganze Republik, dass ein Konzern, der Riesengewinne macht, Standorte schließen kann und Tausende von Menschen ihrer Existenz berauben kann und dass es offensichtlich möglich ist. Das zweite Symbol in Osten rein. Wir haben im Osten sowieso kaum Großkonzerne und wir haben sowieso riesen Deindustrialisierungsprozesse hinter uns. Wenn jetzt praktisch 2 von 3 Standorten im Osten geschlossen werden und einer in Berlin, dann heißt das nichts anderes, als dort industrielle Arbeitsplätze, die auch einiges nach sich ziehen bei den Zulieferern, in großem Maßstab vernichtet werden. Das ist kein Aufbauprogramm Ost, sondern ein Abbauprogramm Ost. Und dem darf weder die geschäftsführende Bundesregierung noch eine zukünftige Bundesregierung zuschauen. Ich habe jetzt eine Anfrage gestellt, wie viel öffentliche Zuschüsse, Forschungsgelder und öffentliche Aufträge, denn der Siemens-Konzern in den letzten 10 Jahren bekommen hat. Ich bin absolut überzeugt, das wird in die Milliarden gehen. Siemens ist in hohem Maße ein Konzern, der von der öffentlichen Hand gelebt hat und lebt. Und ich finde, dann hat auch die Politik die Verantwortung, diesem Gebaren nicht zuzuschauen. Wir haben in die letzte Periode schon einen Antrag eingebracht, dass Konzerne, die Gewinne machen, keine Massenentlassungen vornehmen dürfen. Wir erneuern das, diese Position. Wir sagen aber auch, es kann nicht sein, dass mitbestimmungsfrei Standorte geschlossen werden und massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden. Die Beschäftigten haben diesen Betrieb mit aufgebaut, zu dem gemacht, was er heute ist. Sie müssen auch ein Recht haben und ihre Interessensvertreter in den Aufsichtsräten und in den Betriebsräten dort ein Vetorecht einzulegen. Und es kann nicht sein, dass dort patriarchal quasi einfach Tausende von Arbeitsplätzen vernichtet werden. Letzter Punkt, am kommenden Samstag hält die AfD ihren Bundesparteitag in Hannover ab. Die Linke beteiligt sich an einem großen Bündnis in Hannover. Es wird eine Gegendemonstration geben. Das Motto dieses Bündnisses heißt, unsere Alternative heißt Solidarität. Ich finde, es ist zutreffend. Man könnte jetzt sagen, okay, umso mehr Aufhebens ihr um die AfD macht, umso mehr wird über sie geredet. Wir haben aber gesehen, dass das nicht zutreffend ist. Man muss über die AfD reden, aber sie darf die Themen nicht bestimmen, auch nicht im öffentlichen Raum. Aber wir dürfen auch der AfD den öffentlichen Raum nicht überlassen. Überall, wo Positionen der extremen Rechten vertreten werden, wo nationalistische, rassistische Positionen vertreten werden, muss es Menschen geben, am besten aus allen Teilen der Bevölkerung, die dagegenhalten, die Gegenaufklärung machen und die deutlich machen, dass diese Position für die Mehrheit der Menschen Verschlechterungen mit sich bringt und dass wir nicht tolerieren, dass mit Menschen anderer Hautfarbe,
anderer Religion, anderer Abstammung diskriminierend umgegangen wird. Und die Linke wird mobilisieren, sie wird dabei sein, sie wird vertreten sein in jeder Hinsicht. Und ich hoffe auf eine machtvolle Gegendemonstration gegen die AfD.